So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Trivelos Let's Play. Eine neue Runde Sky Factory 2. Und bei mir mit dabei, Declado. Hallöchen. Ja, nachdem ich jetzt zum dritten Mal den Start versäumt habe, also wenn der Timer losgeht, dann sind wir noch lange nicht fertig. Also wir müssen da noch ein bisschen, einen ganz kleinen Moment hinten dranhängen. So, alle guten Dinge sind ja drei, ne? Richtig. Weil die Materialien mir ein bisschen zu teuer sind, habe ich mal Magneten angemacht. Damit hier nicht alles den Bach runtergeht. Ich habe mich hier mit dem ganzen Zeug auseinandergesetzt. Ein wenig. So lange, wie ich Internet hatte. Ich hatte ja hier massive Internetprobleme. Beziehungsweise habe sie wohl teilweise immer noch, aber naja. So, wir springen mal hier oben hin und dann diese drei Pulverizer, formschön, erstellen aus Cobblestone, den sie von einmal hier hinten bekommen und einmal von oben von der Maschine. Erstellen sie halt Gravel und Sand. In diese wunderschöne Deep Storage Unit kommt das Gravel, in die kommt Sand. Das Gravel-Zeugs wird hier hinten mittels weiterer Pulveritzer verarbeitet zu Sand und zu Dust. Und, ja, Sand geht halt hier rein, Dust geht hier rein und hier geht der Sand nochmal rein und erzeugt halt Dust. So, und jetzt sieht man hier schon, wir werden langsam ein wenig eng mit der Energie. Vor allem unten läuft gerade nichts. Das ist aber so gewollt, weil ich wollte jetzt meine Aufnahme ein bisschen da weiter rumknobeln und rumtüfteln. Wollte ich einfach mal machen. So, hier ist mir eigentlich auch ein Baufehler unterlaufen, den wir eigentlich mal ganz kurz abstellen müssen. Der ist mir nämlich eben gerade aufgefallen. So, das Ganze disablen wir mal und dann, ja, schmeißen wir das mal kurz raus hier und dann hauen wir den... Das nehme ich denn mal so lange. Ja, dann nehmen wir den Sand darin. Warte mal, dann kannst du noch was nehmen. Und zwar kannst du sowas, sowas, sowas und sowas nehmen. Vielen Dank. So, weil der Pulverizer, so schön wie er ist, so scheiße steht er hier. Er muss einen darüber, damit wir das unten gleich einigermaßen ordentlich hinbekommen. Ich glaube, das hat auch so sein... Nee. Ich wollte gerade sagen, das hatte, glaube ich, so seinen Grund, warum der da stand. Aber das ist ja eigentlich NP und GG und so weiter. Machen wir so. Blaues Eingang, ne? Wupp, der war falsch. Blau ist Eingang. Dann müssen wir Eingang und Ausgang einmal verdrehen. So. Wunderbar. Einmal hier mit dem Hammer zwischengekloppt, dass da nichts passiert. Und dann können wir ihm wieder sagen, Redstone-Signal ignored und feuerfrei. So. Ja, das war das im Prinzip, glaube ich, schon mit dem Pulverizer. Ne, noch nicht ganz. Noch nicht ganz, weil der Pulverizer ist ja gar nicht das eigentliche Problem, sondern die Deep Storage Unit war das eigentliche Problem. So. Nein! So nicht! Gib wieder her! So nämlich. Und dann kann das hier nämlich weg. Oha, da ist noch jede Menge Dust drin gewesen. Dust. Sand. So, hier haben wir jetzt Dust drin. Wunderbar. Arbeitest du jetzt eigentlich auch mal oder hast du Pause oder was ist mit dir? Best, wenn du ihm noch Strom gibst? Das Quatsch, wird vollkommen überbewertet. Wait, what? Das ist denn aber, das muss dann aber anders. Das kann dann nämlich... Oh, damit es ein bisschen schicko aussieht, kann das Ganze nämlich so. Gut, und jetzt mich hier drum. Nix Arbeit, weil... Warum? Na, jetzt macht er doch. Naja, muss er halt da umstellen, ne? Man muss da ja auch mal umstellen. So, geht's unten weiter. Knack, einmal hier runtergesprungen, einmal die Beine gebrochen. Der kann wieder weg. Ne, der muss bleiben. So, und dann machen wir hier noch ein ganz klein wenig... Dingens hin. Lückable. So, den ziehe ich mir einen runter. Das wird der Kollege, der Gravel durchjauchen soll. Und der sollte ursprünglich in diese Kiste rein. Habe ich mir jetzt aber gedacht, so ist zu 99,99% Mist. Also man sieht schon, ich habe hier halt ein bisschen mit den Covern rumgearbeitet und so weiter. Und naja, das soll halt so. So, ich stelle alle drei Siebe nebeneinander und ziehe mir Le Leitung hier herüber und sage nein, sage nein. Hast du dich noch irgendwo verbunden? Ja, da hast du dich noch verbunden. Ich sage
machst du so in der Lagerstraße. So, du kriegst noch keinen Strom. Ist okay. Nein. Ja. Nein. 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 Lagerstraße. Lagerstraße. So. Wenn das jetzt alles so ein bisschen da in... Ups. Wenn das alles innen drin... Wenn das alles innen drin ein bisschen durcheinander ist in den Leitungen, das ist halb so wild, kommt nachher sowieso alles... Das ist schon ein Servo dran. Ja, da ist auch ein Servo dran. Wo kriegst denn du jetzt auf einmal Strom her? What? What? Der hatte noch gespeichert. Ach, verdammt. Der Hund. Als ich ihm reingeguckt habe, hat er nichts gespeichert gehabt. Naja, gut, ist egal. Alles halb so wild. So. Jetzt brauchen wir eigentlich Strom da dran, aber das wollen wir noch nicht ganz. Hier oben wollen wir einen Servo noch reinhauen. So, wupp dich, schwupp dich. Blacklist, ignored, feuerfrei. Nix feuerfrei, warum? Hä? So ein Servo drin. Blacklist. Ignored. Jetzt ist was drin. Jetzt ist was drin. Na gut, wenn jetzt was drin ist, dann ist jetzt halt was drin. So. Der arbeitet doch immer noch. Der kriegt doch von irgendwo 40 RF her. Der hat dauerhaft 40 RF. Ja, gut. Der andere auch? What? Von den Item-Ducks? Nee, das kann nicht sein. Eigentlich nicht. Wäre mir zumindest ganz was Neues. Das ist ganz was Neues. Ich weiß gar nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und bevor jetzt wieder die Sprüche kommen, Tribulo, reiß das doch mal ab. Reiß ich das hier einfach mal ab. Echt von dem, die... WTF? Die scheinen tatsächlich... Ich bin voll verwirrt, ey. So, das ist gerade so ein Mix-up aus verwirrt und begeistert. Weil die scheinen ja dann nur einmal Strom angeschlossen zu brauchen, haben, machen, tun. Und dann fangen die schon an zu arbeiten. Also die haben quasi so eine Stromweiterleitung, so einen Stromdurchlauf. Das wäre jetzt ja gar nicht so verkehrt. Das ist gar nicht so ungeil, möchte ich mal behaupten. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen noch ein paar Dinge und dafür brauchen wir... Diamanten. 21 zwar nicht, aber ich nehme mal 21 mit. Halt, stopp. Können wir hier... Können wir nicht. Können wir echt nicht? Doch, wir können hier anfangen. Guck mal. Dann machen wir hier nämlich eine Iron Chest draus. Und dann gehen wir mal nach oben. Und dann machen wir hier... Machen wir hier nochmal ein paar Sachen. Mit 8 Gold. Okay, mit 9 Gold. Den einen packen wir dann wieder zurück. So, hier ist mein Kumpel. Klar, du musstest sich ja seinen eigenen Kumpel bauen. Sag mal, speichert er das eigentlich? Nö, Arschloch. Und ich kann Klados Kumpel nicht mal verwenden. Mhm. Dann kann ich ja auch nicht verwenden. Naja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ach, verdammt. Wo ist denn mein... Hier. Diamond... Chest, weil da weiß ich immer nicht 100%. Genau, mit 6x Glas war das. Den einen können wir schon mal wegpacken. Haben wir hier oben Glas? Haben wir? Ja, guck mal in deinem Redstone Furnace. Hab schon. Aber danke. So, so. Britt, Britt. Und eine Kiste. Und fertig ist die Diamond Chest. Ich habe da im Keller rumprobiert, noch und nöcher, wie wir das Ganze machen können. Bin dann verzweifelt bei YouTube rein und habe Sky Factory einfach nur eingegeben und habe dann mit einem Schmunzeln festgestellt, dass ich die alte Sky Factory 1 Playlist bekommen habe. Und da habe ich mir so ein paar, ich will mal sagen, Ideen abgeguckt, die Klaus und ich da damals fabriziert haben. Das kann man ja gar nicht anders nennen als fabriziert. So. Ups, ich knall hier die drei Servos hin.
konfiguriere die, indem ich sage, alles was du kriegen rein, alles du marken raus. Und dann marken raus. Also wir müssen zusehen, dass wir irgendwie an Glowstone kommen, Herr Kollege. Denn wir brauchen die nächstbesseren Item Ducts. Ansonsten wird das hier bald Panik und Chaos pur. So. So sprach der Trivolo. Wie machen wir jetzt? Jetzt, wir machen hier Leitung lang. So, sieht natürlich erstmal scheiße von Arsch aus. Das heißt, wir müssen die dann natürlich erstmal ein bisschen rumkonfigurieren. So, und jetzt brauchen wir Retriever, die wir nicht haben. Die sollten wir aber eigentlich in irgendeiner Chest haben, weil ich habe eigentlich ganz viele... Ich habe doch ganz viele Retriever abgebaut. Habe ich die alle hier jetzt verbaut? Das sind 2, sind 4, sind 6. Wo sind meine Retriever, Digga? Guck mal, hier ist zum Beispiel Sandstone mit reingekommen, beziehungsweise Sand. Sand ist in die Kiste mit reingekommen. Das wäre ein bisschen schlecht. Hier haben wir nämlich auch den ganzen Müll aus der Kiste. Also das, was gleich in der Kiste landen soll. Und dann kommt das hier nämlich ab und zu mal zu Staus. Und hier vor allem, da kommt dann so ein Zertus-Quarz-Dust raus, den wir gar nicht brauchen und so weiter. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze etwas umzubauen. Reinforced Servos haben wir auch keine mehr. Gut, müssen wir bauen. Retriever oder Servos? Huh. Haben wir noch Enderperlen? Ja. Gut. 6x16. Dann kannst du mir eigentlich... haben wir Elektrum hier unten? Nee, Elektrum brauche ich hier unten. Und zwar 4-mal. Das könntest du mir mal bitte runterbringen. Kommt sofort. Eilauftrag und so. Sehr schön. Expresslieferung. Sehr gut. Mit KEP, hoffe ich. Ach, brauchst du das jetzt ins Grid, oder? Ja, kannst du ins Grid packen. Okay. Merci. Und daraus machen wir Eye of Ender. 2-mal. Und dann haben wir 2 Reinforced Retriever. So, die Retriever, die gilt es jetzt dann natürlich zu bestücken. Weil hier die DSU... Gut bestückt sind die dann. Hä? Gut bestückt sind die dann. Die sind dann sehr gut bestückt. Oha. Oh ja, das werden sie sein. So, wir müssten jetzt eigentlich sehen, dass wir nur den einen hier zum Laufen kriegen. Aber gut, wenn die jetzt so eine Energieweiterleitung haben, dann ist auch irgendwie Arsch. Darum, ein Sieb erstmal wieder weg. Hier erstmal verbinden. Ein Cover drauf. So. Ja, und dann müssen wir jetzt halt erstmal sehen. Halt, ich muss erstmal mein Inventar laden. Ja, wunderbar. Einen davon, einen davon, einen davon. Einen davon. So, dann kann ich die nämlich schon mal sagen. Whitelist. Wip, 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 wip. So. Let's fetz. Nee, das ist... Hä? Nickel, Aluminium. So, dann haben wir nämlich schon mal 6 der Dinge. Oder auch, ja, 6. Aluminium, Eisen, Nickel, Lead, Tin und Platinum. So, und dann lassen wir den Kunden hier, den lassen wir dann erstmal ein bisschen laufen, bis wir hier nochmal so ein paar andere Sachen haben. So wie hier zum Beispiel das Copper. Das Copper können wir dann nämlich gleich hier hinpacken. Wupp. Und dann müssen wir hier den ganzen Kladderadatsch, den ganzen Mistikaki hier, den müssen wir dann natürlich auch noch irgendwie mit anklemmen. Frage ist nur wie. Wir können doch nicht fliegen, es ist schlecht. Wenn wir fliegen könnten, das wäre ja richtig Knorke. Da hat die Folge hinter sich. Ich
Ich weiß jetzt auch nicht, ob der sich verbinden würde. Haben wir nicht die Möglichkeit, hier uns irgendwie runterzubauen oder so? Ein Wassereimer höchstens, ne? Mit Wasser. Dann hole ich mir mal einmal Wasser und dann sehe ich mal zu, wie ich abstürze. Also ich schaue mir quasi selber beim Absturz zu. Wupp. Wird die Quelle kaputt gemacht? Nee, ich dachte... Nein, ich dachte schon. Wupp. Nö. So, gebing-bong, zappt's bei mir schon. Du wolltest ja eh gerade ein bisschen länger machen. Ja, ich wollte dich nur in Kenntnis setzen, dass Le Geräusch schon Le da war. Ja, genau so, wie ich ihn nicht wollte. Das hat jetzt keiner gesehen. Nee. Boah, Alter, ey. Gegen die Pumpe jetzt, oder? Nee, aber ich hab mir in die Hose geschissen. Oh. Immer einen schönen Haufen rein, Alter. Oh, stinkt, du. Also manchmal muss ich ja bei mich selber lachen, ne? Also nicht immer, aber manchmal. So, so. Die Dingens dort hinten. Den einen müssen wir hier noch unbedingt wegnehmen. Ansonsten landet das Zeug eventuell irgendwo, wo es nicht landen soll. Hast du ja auch überlegt, wie du wieder hochkommst? Ja, habe ich. Also ich habe jetzt erstmal gewartet, ne, dass der Erste vielleicht schon mal unten in die Kommentare reinschreibt. Hast du dir überlegt, wie du da wieder rauskommst, oh du Idiot? Ja, geht doch ganz einfach. Hab doch ein Wassereimer dabei. Was ist denn los, Alter? So, ich mache hier aber schon mal was. Und zwar, dann haben wir hier nämlich schon mal die nächste Dimension und Generation. Na, wir sind schon mal angefangen. So. Also, die 6 da. Zertus, Kristalle... Wusste nicht, irgendwie, mir ist kein blöderer Name eingefallen. Kohle, Diamanten, Lapis, Lazuli, Emeralds und Flint sollten, müssten, könnten direkt hier rausgezogen werden. Und so wie ich die Sache sehe, wird's auch gemacht. Sehr schön. So. Ein Item, ein so ein Broken-Scheiß müsste, glaube ich, noch rauskommen, weil, wenn ich mich recht erinnere, haben wir immer 9 Erze. Und wegen diesen 9 Erzen sind hier auch angeblich immer dieses 3x3 fällt. Angeblich. Habe ich gelesen bei Reddit. Fand ich irgendwie, also, naja, gut. Wer es glaubt, das glaubt wird selig, ne? Und wer es nicht glaubt, kommt auch in den Himmel, oder wie war das? So, und das Ganze bauen wir dann hier noch einmal. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum ich nicht die gleiche Leitung, also sprich diese, einfach weiterführe. Ganz einfach, mir ist es lieber, wenn es 2 unterschiedliche Leitungen sind, weil diese Item-Ducts, die sind ja nicht so besonders schnell. Die sind im Transferieren ungefähr so wie Klatto beim Denken. Wie würde was? Genau. So, und dann packen wir einen hier noch halt hin. So, den klemmen wir da ab, den klemmen wir da ab, den klemmen wir da ab, den klemmen. Hallo, klemmen wir da, klemmen wir da. Und jetzt heißt es im Prinzip vom Ding her, nur noch warten, bis ich mir sicher bin, dass hier keine weiteren Items aus dem Gravel rauskommen, die wir nicht jetzt abziehen. So, und dann wird das halt immer abgezogen. Hier, so, da so rein. In den Autopacker reingepackt, Entschuldigung. In den Autopacker rein, in die Chest rein. Die Transfernode packt das Ganze in den Hammer rein. Der Hammer macht das Ganze zu Crushed-Zeug. Das Crushed-Zeug, da muss ich gleich noch jede Menge rausnehmen, wird denn hier wieder in so einem, das kann man auch zeigen, genau, in so einem 2x2-Only. Hier landet das Ganze denn drin. Das Crushed-e, was ist das dann? Sand, genau. Wird dann nochmal zerschlagen, landet hier als Powder drin, wird dann nochmal gepackt und landet dann nachher als Dust, das, was wir wollen. Und dann geht das Ganze nachher mit Öfen und so ein Scheiß weiter und so ganze Cocolores. Aber bis dahin müssen wir halt noch hier ein wenig arbeiten. Ja, dann würde ich sagen, ich bin durch für heute. Und dann sehen wir uns morgen bei Kalle wieder. Bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut rein und tschüss. Ciao.